Trotzdem möchte ich Ihnen einen Satz von Burkhard Remmers, der Leiter der Unternehmenskommunikation, ist der internationalen Unternehmenskommunikation bei Wilkan aus dem Ostwestfälischen, nicht vorenthalten. Er hat nämlich gesagt, die Welt leidet vor allem unter dem Ressourcenverbrauch für die Dinge, die keiner braucht, die auf Verschleiß und schnellen Ersatz ausgelegt sind oder die redundant sind, weil sie keinen echten Mehrwert im Gebrauch bieten. Man will eben nicht den schnellen Konsum, das drückt sich auch nicht gerade in den Preisen von den Produkten des Unternehmens aus. Und man will eben aber auch Werthaltigkeit, man versucht aber auch Designfragen anzusprechen, weil man weiß, man kann die rein ökologisch getriggerten Produkte nicht an den Mann bringen, an den Konsumenten, sondern man braucht eben auch einen gewissen Schick der Zeit, der sich in den Produkten widerspiegeln will. Das schafft Wilkan irgendwie in dem Gleichgewicht. Das Problem ist manchmal, dass eben das Unternehmen den Vertrieb nicht immer hinbekommt, weil eben die Händler dann wiederum Scheue davor haben, diese Produkte, die hochwertiger sind, die teurer sind, eben zu platzieren, weil sie glauben, dass der Kunde nicht da wäre. Der Kunde hat also, und das ist ein großer Nachteil oftmals, ja gar nicht die Wahl, solche Produkte zu wählen, sondern er bewegt sich dann in Welten, wo er eben zwischen den billigsten und den noch billigeren auswählen kann, aus Produkten, die einmal um die halbe Welt gefahren werden, die dann zu günstigeren Preisen kommen, eben als aus Ostwestfalen-Lippe. Und das ist das Problem, dass der Erziehungseffekt oder die Informationsmöglichkeit an den Verbraucher, an den Nutzer dieser Produkte eben dann auch nicht rübergegeben wird, sondern man nur über den Preis diskutiert. Wenn man auf der anderen Seite sieht, man wirklich Dinge für die Ewigkeit hat, dann muss man sehen, dass die Gestaltung und auch der Nutzen, die Anwendung vielleicht dahin führt, dass eine Wiederverwendung von Produkten eben auch vor Augen geführt sein muss. Es gibt viele Sachen in der Vergangenheit, die man von Generation zu Generation auch in irgendeiner Form weitergegeben hat. Gerade wenn man jetzt wieder bei dem Bereich Möbel ist, gibt es ja Stücke, die man eben lange behalten will. Es gibt eben aber auch den Trend, dass man mit einer neuen Generation eine leichtere Einrichtung haben will, Infrastruktur in der Küche, im Wohnzimmer, wo man sagt, dass die alten Teile, die Funktionen eben nicht mehr so hergeben. Dann muss es eben möglich sein, diese Rohstoffe aber auch wieder verwenden zu können und nicht, wie es in der Vergangenheit ist oder wie es im IT-Bereich auch ist, dass eben abgelegte Flachbildschirme, Röhrenfernseher oder so eben auf den Kontinent Afrika exportiert werden. Dort werden auf die Methoden wie in der Steinzeit von Kindern die größten Rohstoffe rausgeholt und werden dann verkauft. Davon ernähren die sich, die leben auf der Halde, die ständig wächst, um dort dann praktisch die 70-80% anderen Rohstoffe, die in den Verbrauchsgütern drin waren, einfach unberücksichtigt zu lassen. Sie stehen vielleicht späteren Generationen zur Verfügung, aber der Schritt bis dahin ist völlig unästhetisch, also sage ich mal, entspricht nicht unseren Normen, wie wir leben wollen oder würden, wenn wir das in der Hand hätten. Das Bewusstsein, die Transparenz darüber zu schaffen, ist, glaube ich, das, woran es oftmals beim Nutzer scheitert, dass er nicht erkennt, was damit passiert. Wenn ich den Rechner, den Computer jetzt abgebe und dafür den neuen kriege, sieht man immer den neuen und man verliert völlig aus dem Auge, was mit dem alten passiert. Naja, das ist ja das, was wir eben auch beobachten, dass wir mit einem Pius-Check oder mit dem Ökoeffizienz-Check im Handwerksbetrieb einzelbetriebliche Verbesserungen generieren, aber erstmal damit auch das Bewusstsein bei dem Unternehmer erzeugen und die Barrieren auch überwinden, dass er denkt, sobald ich was ökologisch mache, ist das mit Mehrkosten verbunden, mit Wettbewerbsnachteilen. Wenn wir ihm zeigen, dieser Punkt 2, jetzt ist er weg, das ist der Einstieg zu sagen, wenn ich im eigenen Betrieb effizient und nachhaltig orientiert handle, kriege ich doch zum Schluss mehr Wettbewerbsfähigkeit raus. Das ist bei 98% der Unternehmen so, mit denen wir was gemacht haben, die produzieren nachher günstiger, weil sie weniger Ressourcen verbrauchen, weniger Abfälle haben, weniger Energie brauchen, Kreisläufe einfach schließen. Und daraus muss es sich nun weiterentwickeln. Das sind ja die Keimzellen. Das ist die Vernetzung, der Minister sprach vorhin davon, entlang der Wertschöpfungskette, dass man sagt, wie kann man nun diese Energieeffekte entlang dieser Wertschöpfungsketten verstärken. Das braucht einen Dialog zwischen den herstellenden, zuliefernden Unternehmen und darüber hinaus dann, und dann ist man bei dem Cradle to Cradle, dass man dann sagt, wie kann man nun den Stakeholder, den Nutzer dieser Produkte noch mit einbinden, dass man sich gegenseitig aufklärt, dass der Unternehmer sich nicht einfach nur hinstellt und sagt, ich produziere diesen Quatsch, weil das wird nur gekauft und das Werthaltige bleibt einfach liegen. Es gibt manche Unternehmen, gerade familiengeführte Unternehmen, die sagen sich, sowas Billiges produziere ich nicht. Ich produziere nur das und wenn wir weniger produzieren, ich habe
das schaffen wir irgendwie oder sowas. Aber davon kann man nicht ausgehen, von diesen wertebewussten Unternehmern, sondern man muss wirklich, und da bedarf es einer Kommunikation, Kommunikationskreise, Netzwerke schließen und verknüpfen, und das wird die Herausforderung für uns als Effizienzagentur sein, das zu verstärken. Danke. Unser Ziel ist nicht alleine jetzt nur noch 2000 weitere Unternehmen einzelbetrieblich effizienter zu gestalten. Ja.